Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal des Zockduos. Und zwar zu Let's Play Brothers: A Tale of Two Sons. Ich habe mich mal noch nicht so weiter über das Spiel informiert, habe auch keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich weiß bloß, dass es eine schöne Geschichte sein soll, die uns hier erzählt wird und die wohl auch recht traurig sein soll und dass es wohl um zwei Brüder geht, wie der Titel wohl auch verrät. Aber ich würde sagen, wir drücken einfach mal Start. Und starten das Spiel. Wie gesagt, ich habe es noch nicht angespielt und bin jetzt komplett, stürze mich jetzt hier komplett blind in dieses Geschehen. Und damit würde ich sagen, geht's los. Ja, ein neues Spiel, würde ich sagen. Nayi! Nayi! Da! Ata, Nayi! Ata! Okay, so, also geht's jetzt also los. Wir müssen jetzt also hier jeweils greifen und können dann hoffentlich fahren. Ja, das sieht gut aus. Das stört sich recht ungewohnt. Achso, ich steuere jeweils jede. Ah, okay. Ich muss mal mit dem jeweiligen einem Cursor den anderen Bruder steuern. Okay. So, langsam begreife ich's. Naja, es scheint wohl so, als ob das, ich weiß nicht, wer das ist, ob das unser Vater ist, den wir hier nach unten transportieren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint es so, als ob unsere Mutter wohl beim Bootsunfall verunglückt ist. Aber naja, transportieren wir den am besten einfach mal hier drauf. So. Okay. Und jetzt können wir hier den Schalter umlegen? Ah, sehr gut. Na komm, das schaffst du. Musst du vielleicht noch mithelfen, hä? Da! Da! Ja, sag bloß. Ja! Schaffst du es vielleicht? Da!
Na komm. Da! Ja, was ist da? Ja, doch. Wow, die Steuerung ist doch etwas sehr ungewohnt. Okay. Jetzt müssen wir den wieder weiter hochbringen. Können wir denn eine Räuberleiter oder sowas bilden? Man kann es auf ihn drauf klettern. Na komm. Oh ja. Oh Mann. Okay, das muss man auch wieder der Große machen. Nimm mal der Kleine mal ein bisschen weg. So. Komm. Na komm. Ja. Die Steuerung ist doch etwas ge... Ah, und jetzt kann er draufsteigen. Sehr gut. Kannst du das Seil nach unten werfen? Sehr gut. Und können wir jetzt hier kurbeln, oder... Okay, da brauchen wir den blauen also auch noch. Dann klettert du mal am besten das Seil hoch. Na komm. Sehr gut. Und jetzt. Können wir ihn hochfahren. Perfekt. So. Weiter geht's. Damit ist er hoffentlich am Ziel. Hey. Afia. Aber. Ia, ia. Kunda. Sadi, aber ja. Fida, Wade. Lia. Ada. Tai. Haru, Saiki. Huela, Taria. Amara, Fikano. Nagafi. Nanemu. Omaru. Kurusa. Kitti. Ontolani. Miyaki. Abadi. Wenn ich das richtig verstehe, müssen wir wohl etwas Bestimmtes suchen, um ihn retten zu können. Eine Art Karte. Können wir hier irgendwie uns umschauen? Ja, scheint nicht so. Wo kommen wir nun also am besten weiter? Also die Steuerung ist aber echt... erstmal wirklich sehr gewöhnungswürdig. Kommen wir hier runter? Ja, ich glaube, wir müssen ja auch hier runter, weil von der anderen Seite kommen wir ja. So. Kommen wir rüber? Scheint nicht so. Nein? Lässt uns nicht durch? Na gut, dann müssen wir hier runter zum See. So. Der Kleine kann also oder hat Angst vom Wasser und kann nicht schwimmen. Kommen wir hier rüber.
Wahrscheinlich so. Ich glaube, wir müssen mit der Strömung einfach mitschwimmen. Oder wie Doris es findet, Nemo sagen würde, einfach schwimmen, schwimmen. Und da sind wir auch schon wieder da. Ich würde sagen, wir klettern direkt hoch. Da. Dass man den Trigger die ganze Zeit gedrückt lassen muss, ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. So. Und hoch. Ich glaube, man hat uns ausgesperrt und lässt uns nicht rein. Scheint so. Kommen wir hier weiter? Oh, das ist ja gar nicht. Oh, okay. Aber erkunden wir erstmal, wo geht's denn. Oh, ich muss mich immer noch an die Steuerung gewöhnen, die ist echt ungewöhnlich. Okay, hier geht's ins Wasser. Ach, und da steht da bestimmt der Typ, der uns sonst den Weg versperrt hat. Oder? Na? Ja. Ah ja, genau, der ist jetzt mittlerweile weg. Der hat uns jetzt hier die Tür komplett verbarrikadiert. Ich verstehe. Gut, jetzt ist also schauen, wie wir hier weiter hochkommen. Na, jetzt. Kann der Blaue auch klettern? Na komm. Ah, so gut aus. Kann das der Kleine auch? Scheint nicht so. Hey, Nai! Welches ist es? Ich muss immer noch. Sorry, wenn ich hier gerade. Ja, ich hab's ja verstanden. Wenn ich hier gerade etwas verpeilt reagiere, aber ich hab mit der Steuerung gerade echt noch zu kämpfen. Ah, sehr gut. Ich verstehe. Gut. Nein! Ah! Sieht doch gut aus. Na, komm. Und. Nein. Los, hüpf hoch. Ah! Gut. Da. In der Zeit machen wir mal hier den hier. So. Na, komm. Und rüber mit dir. Der ist angekommen. Hey, Naya! Ja. Wir kommen schon. So. Beide Brüder sind wieder hier und was haben wir denn hier? Okay. Whee. Kameraperspektivenwechsel. Zuck. Okay. Wir könnten hier rüber. Hey, ja. Hey, Mann. Gott. Wow. Das ständigen Perspektivenwechsel verwirren mich doch ein wenig. So, was haben wir hier? Okay. Müssen wir klettern einfach mal da nach oben. Ah. Gott. So. Auf, nach oben. Flippdiwupp. Oh, wo geht's denn hier lang? Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ein bisschen schicken den zweiten Bruder schon mal hinterher. Ah, oh, nein. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war. Keine Ahnung. Und da versperrt uns heute den Zaun. Was hat der eigentlich gegen uns, der Typ? Wir sind doch ganz nett. Ei, komm mit durch. Kommt der Blaue auch durch? Ja, scheint nicht so.
Der hat Angst vor so einem kleinen Köter? Also komm, das ist doch schon irgendwie lächerlich.